Yo, hi, hier ist der Oliver Session. Ich zeige euch von PVD den 5605 50th Anniversary Limited. PV6605 Gold, 50th Anniversary natürlich. Jetzt denkt ihr euch, ach, den M kenne ich doch irgendwoher, klar. 5605 ist nichts anderes als der alte 5150 von PV natürlich. Schon seit 1992 am Start, war damals der erste Signatur-Amp für Eddie Van Halen. Ja, und hat sich damals schon wirklich ausgezeichnet für, als obergeiler High-Gain-Amp. Klang wie so ein getunter Marshall, ja? Also war damals relativ neu und hat es auch nicht so oft gegeben. Jetzt rauscht er hier ein bisschen, ich mache eine Gain-Stufe runter. Und natürlich ist es so, dass der Amp sehr, sehr beliebt ist. Ja, also unfassbar geiler Amp, schon seit den 90ern, wie gesagt, steht auf allen möglichen Tour-Ridern von allen möglichen Metal-Bands, In Flames, Machine Head, Cold Chamber, überall sieht man 5150 oder eben 5605, der im Prinzip baugleich war und dann von PV weitergebaut wurde, als der Name 5150 für von Eddie Van Halen für EVH beansprucht wurde. Insofern muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um Markennamen geht. Und Eddie wollte den Namen 5150 natürlich für sich haben. Und insofern gibt es heute den 5150 von EVH. Klingt ein bisschen anders als der alte 5150, sollte auch so sein. Ist ja auch eine neue Entwicklung. Und was ich heute hier am Start habe, ist eine limitierte Version zum 50. Geburtstag von PV. Das heißt, der alte 5605 in Gold. 50 Stück gibt es weltweit, made in USA, ist ja schon lange nicht mehr. Wenn ihr einen ganz normalen 5605 kauft, dann kommt er aus China. In dem Fall gibt es, wie gesagt, zum 50. Geburtstag haben wir auf der Musikmesse vor einem Jahr, glaube ich, auch schon leicht angerissen in einem der Videos. Wurde auf der NAMM-Show 2015 vorgestellt, 50th Anniversary, 50 Stück. Und das ist natürlich der Hammer. Weil ich meine, wir haben den App mal aufgeschraubt, wir kennen ja kein Pardon. Ich hab mir praktisch den Original China Amp geholt und dann haben wir den Original USA Amp mal aufgeschraubt und haben mal reingeschaut und
uns mal die Bauteile begutachtet. Und das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Ist ja klar, da gibt man sich natürlich besonders Mühe. Und ihr werdet es nicht glauben, der Amp sollte eigentlich, ich traue mich es kaum zu sagen, weil das ist völlig utopisch, der Amp hatte eine UVP von 6.544 Euro. Da haben wir natürlich alle geschluckt. Insofern haben die auch damals gar nicht bestellt, haben den einfach unbeachtet gelassen nach dem Motto, welcher Amp soll 6.000 Euro kosten. Und natürlich haben wir ihn jetzt doch am Start, haben ihn dann doch ein bisschen günstiger bekommen und vielleicht, oder vielmehr, vor allen Dingen ist es so, dass er jetzt auch einen wesentlich günstigeren Verkaufspreis hat. Ja? Insofern, für 2.000 Euro in USA 6505 ist natürlich der absolute Knaller. Ja? Ich meine, ich habe schon gezeigt am Anfang, sehr high-end-orientiert und klingt für mich immer noch britisch. Ja? Ich habe es euch mal am Anfang gezeigt. Ich gehe mal noch mal auf den High-Gain-Kanal und zeige euch mal das Gain-Spektrum. Das ist nämlich der absolute Hammer hier. Einfach unfassbar. Der Amp klingt ganz genauso, wie ich mir das in meinen Träumen irgendwie von so einem High-Gain-Amp wünsche. Er drückt, hat viel Obertöne, ist dabei null matschig, aber auch nicht so neurotisch dünn. Ja, also das ist der absolute Knaller. Vor allem dann, wenn ich auch mit mehr Gain spiele. Ich meine, für die meisten war das jetzt schon High-Gain, aber ich bin natürlich hier vom Gain her wirklich genau bei der Hälfte. Ich meine, ihr könnt es euch hier ansehen, bei Pre habe ich sozusagen das Vorstufen-Gain, dann habe ich die Bässe, die mitten in die Höhen ist, klar, und hier habe ich das Master. Der Amp ist jetzt ungefähr auf 1,5, ist schon relativ laut, hat 120 Watt über 4 6 Röhren und das ist natürlich schon ganz schön wachrüttelnd. Ja? Ich habe mir jetzt wirklich auf 2, das reicht auch erstmal. Ich gehe nochmal auf ein bisschen mehr Gain. Sonst so, dass der Amp als Metal-Amp so beliebt ist, weil er einfach zwei Sachen wirklich vereint. Einmal ein super geiles Attack und das Ganze mit dieser Tonführung. Ja, wenn ich so diesen ganzen Gulasch spiele, dann folgt wirklich der Amp meinem Spiel und das wirklich tonal hörbar. Das ist nicht bei allen Amps der Fall. Manchmal matscht es oder murmelt es oder wenn es dann arg zu sauber ist, dann ist es einfach sehr scharf und sehr nervig und das ist wirklich der absolute Knaller. Das funktioniert wirklich dermaßen geil. Vor allen Dingen dann auch, wenn ich noch höher gehe vom Gain. Ja. Also viel zu viel Gain, ich bin schon klar, aber man hört natürlich, dass der Amp überhaupt nicht matscht. Ja, ich gehe mal wieder auf ein normales Level runter. Und natürlich ist es so, der Amp ist natürlich nicht nur ein High-Gain-Metal-Amp, sondern kann natürlich auch andere Sachen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem echten Zweikanaler bzw. Mit drei verschiedenen Gain-Stufen. Ich gehe mal auf den klassischen Kanal, das ist nämlich sehr, sehr interessant. Da klingt es nämlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr britisch. Thank you.
Das ist auch natürlich vermutlich das, was mir an dem Amp so gut gefällt. Es klingt einfach nach Marshall. Das kann man einfach nicht sagen. Es klingt nach einem geilen Hot Rod Marshall und das Ganze noch mit so einer Highgain Option. Ist der absolute Knaller. Es geht natürlich auch noch cleaner. Das heißt, ich kann den Clean Kanal von Crunch auf Clean schalten. Und auch da lässt er sich übersteuern. Ja, ich habe natürlich das Master, funktioniert auch für Clean. Ja, und da kann man das sehr, sehr schön feine Blues Sounds mit zaubern. Da kommt die Sättigung. Natürlich, dass der Amp sehr, sehr gesund ist. Das heißt, was man so hört, ist so klassisch rockorientiert oder bluesorientiert. Und das Ganze mit dieser High-Gain-Option ist natürlich der absolute Hammer. Ich meine, da kommt in Gold. Ne? Normalerweise ist ein Silber am Start. Insofern hat man sich da natürlich bei Peewee zum 50. Geburtstag gedacht, ey, wir machen mal was Obergeiles. Und wie gesagt, wir haben uns halt die Bauteile angeschaut, sind so markiert. Da kann man schon ein bisschen sehen, ah, guck mal da, da haben die Jungs wirklich selektiert, vor allen Dingen made in USA, was uns sehr, sehr freut. Und vor allen Dingen für ein weitaus geringeren Preis als 6.500 Euro. Ja. Ich gehe gerade noch mal auf High Gain. Achso, vielleicht noch ein Wort dazu. Es gibt für beide Kanäle eine Resonance und eine Presence-Regelung. Das bedeutet nichts anderes, als dass man auf die Endstufe in den Höhen und in den Bässen einwirken kann. Das macht den Amp natürlich auch so beliebt, weil man kann für diese ganzen Metal-Sachen sich untenrum dieses Rongong, diese Resonanz von untenrum holen. Und das ist genau das, was man natürlich auch haben will, ohne dass es matscht. Ja, ich kann euch das gerade mal zeigen. Ich habe jetzt hier mitten auf 4 Höhen. Das passt schon. Klar, man hat untenrum dieses Pumpen, ne, und das ist genau das, was man haben will. Ich gehe mal wieder zurück auf ein normales Maß. Das ist natürlich wirklich ganz, 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 ganz geil. In den hohen Lagen wird das Ganze schön gefüttert. Ich habe ein super geiles Sustain und untenrum matcht das nicht. Das ist natürlich die Königsklasse. Genauso muss es sein. Und das ist natürlich. We'll be right back.
Nicht vergessen, 50 Stück gibt es. Das heißt, ihr müsst euch wirklich beeilen. Insofern, ich denke mal, der Amp wird schnell ausverkauft sein. Ich sage das normalerweise nicht im Video, aber bei so einem geilen Amp, vor allem kommt aus den USA, ich glaube, ich muss mir selber einen holen. Das ist echt. Da bin ich wieder fast am Ende. Ich habe euch heute den PV 6505 50th Anniversary Limited gezeigt. In Gold natürlich. Und ihr müsst unbedingt mal in den Laden kommen und den vor allen Dingen mal gegenspielen gegen den normalen. Das ist nämlich der absolute Knaller. Ihr werdet euch sehr, sehr wundern. Und den Jungs, denen es jetzt zu viel Highgain war, die kommen am besten mit ihrer eigenen Gitarre auch in den Laden und spielen den Amp selber. Mir hat Spaß gemacht. Ich sage tschüss.